Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Abgeordnete, die AfD wirkt. Die AfD wirkt, muss man sagen. Man hatte eben schon den Eindruck, dass Sie offensichtlich, Herr Löttgen, hören Sie mal zu, Sie können mich in Zukunft gerne weiter plagiatieren. Ich habe überhaupt nichts gegen, denn wir machen Politik für unser Land. Und wenn Sie plagieren und das für unser Land besser wird, dann haben wir überhaupt kein Problem damit, dass Sie abschreiben. Ja? Ich möchte Ihnen mal eins zeigen. Am Drucksache 1768, 4. Juli 2017, wirksame Nachrüstung von Dieselfahrzeugen. Sie haben 1:1 meine Rede fast abgeschrieben. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Leistung. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben alle unsere Argumente, die wir da aufgeführt hatten, übernommen. Jedes einzelne Argument haben Sie übernommen. Eine grandiose Leistung. Dankeschön, dass Sie das geschafft haben. Ganz toll. Ich bin vollkommen zufrieden. Ja? Herr Pinkwart kennt mittlerweile Lastlinien, hat er von uns übernommen. Und Sie verstehen mittlerweile, dass die Grenzwerte ökoradikaler Unsinn waren. Dankeschön, dass Sie das abgeschrieben haben. So, AfD wirkt für unser Land. Und wenn Sie schon sich meine Reden anschauen, dann haben Sie sich auch die Rede zur Drucksache 17/2016, ich habe sie hier ausgedruckt mitgebracht, hier vorliegen. Da reden wir von den neuen, wiederholt. Ich meine, manchmal, ich weiß das als Lehrer, manchmal muss man was wiederholen, damit Sie was verstehen. Aber wir haben das ja jetzt oft genug wiederholt und es ist endlich angekommen bei Ihnen. 950 Mikrogramm, Grenzwerte im Büro. Alles das haben wir gesagt. Und es ist die Richtlinie, es ist alles gut. Sie haben alles aufgegriffen und Sie haben gelernt. Danke, dass Sie lernen. Für unser Vaterland. So. Es ist super, dass Sie das gemacht haben, dass Sie uns kopieren. Wunderbar, dass Sie uns kopieren. Wir sind Ihnen nicht böse. Nur, wie gesagt, ich wäre nur um eins dankbar. Nicht, dass Sie kopieren. Das ist gut. Aber haben Sie doch den Mut, auch zu sagen, von wem Sie kopiert haben. Das wäre doch das Faire einfach, wenn Sie das sagen würden. So. Sie stellen sich nämlich sehr selbstgerecht hier vorne hin und reden alten, wirklich alten Kaffee, den wir Ihnen vorgebetet haben. Aber es ist schön, dass Sie es endlich verstehen. Manche im Parlament brauchen noch sehr viel länger wahrscheinlich, bis Sie das verstehen, wenn ich mir den Linksblock hier anschaue. Aber gut, Sie sind auf dem Weg, es zu verstehen. Und das ist schon mal ein Anfang für unser Vaterland. Was allerdings noch sein muss, da Sie ja öfter noch reinschauen. Schauen Sie weiter ruhig mal auf meine Facebook-Seite, meine Reden stehen da. Sie finden auch viele Bilder da, die Sie zum Nachdenken anregen könnten. Schauen Sie mal nach, machen Sie das mal. Auch da werden Sie lernen und auch da werden Sie merken, dass Sie, und das hat nämlich Herr Laschet eben auch angesprochen, die Geister gerufen haben, die Sie jetzt versuchen, wieder einzufangen. Und das kriegen Sie so ohne weiteres gar nicht mehr hin. Und deshalb muss man auch Herr Laschet natürlich ganz klar sagen, die Rede von Herrn Laschet hat mich doch eben ganz stark danach erinnert an, haltet den Dieb. Gut, Sie haben jetzt erst von uns gelernt, als Sie damals die ökoradikalen Grenzwerte in der EU mitgetragen haben, da haben Sie vielleicht das noch nicht gewusst, das mag so sein. Aber Sie können sich jetzt doch nicht hinstellen, Herr Laschet, und so tun, ach ja, das ist jetzt so mal, da kann keiner was dafür, das ist jetzt so vom Himmel gefallen. Es fällt nichts vom Himmel, weder eine Massenzuwanderung noch Grenzwerte. Es fällt nichts vom Himmel. So, das haben Sie ganz bewusst veranlasst und Sie sind über das Stöckchen drüber gesprungen mit allen anderen Linksfraktionen hier im Parlament. Sie sind da drüber gesprungen. Und deshalb, was Sie dann gesagt haben, jetzt lassen wir Herrn Löttgen, er hat es ja verstanden, kommen wir zu Herrn Laschet, er hat es noch nicht verstanden, das war nämlich inhaltlich heiße Luft. Letzten Endes. Sie haben eine Pseudo-Problemanalyse aufgegeben, ohne irgendwelche Handlungskonzepte. Das ist ja schon eine Sache. Ich meine, das ist schon schön, dass Sie überhaupt mal eine Analyse, also die Tatsachenbeschreibung von sich gegeben haben. So gesehen muss ich da den Links- und Grünen-Fraktionen recht geben. Eine Lösung für das von Ihnen selbst geschaffene Problem haben Sie nämlich in keinster Weise geboten. Die Lösung ist ganz einfach natürlich. Die Grenzwerte sind zu hinterfragen. Herr Löttgen ist Ihnen da ein bisschen voraus, der zugehört. Und der
das Einzige, was Ihnen eingefallen ist, ist Elektromobilität. Ja, die brennen schön beim Unfall, diese Autos. Das mag so sein, aber es ist sicher kein brauchbares, auf absehbare Zukunft kein vernünftiger Antrieb, der dazu beitragen kann, irgendwelche Grenzwerte, die zu hinterfragen sind, zu senken. Unabhängig davon sinken die Grenzwerte, auch das hat Herr Löttgen sich bei meinen Reden abgeschaut. Schön, ich freue mich. Ich freue mich, manchmal ist das so wie bei Schülern, ich kenne das, da dauert es gerade bei Jungs manchmal etwas länger, aber irgendwann kommt dann die Erkenntnis. Wunderbar, Herr Löttgen, dass Sie das gelernt haben. Ja? Die FDP ist noch im Prozess des Lernens. Gut, da sind manche jünger, das ist auch so, manche jüngeren Jungs, die brauchen länger, bis sie es verstanden haben. Es ist alles gut, ich habe Hoffnung für unser Land. Kommen wir allerdings zu Menschen, wo ich weniger Hoffnung habe. Das ist nämlich das, was wir an Antrag hier vorgelegt bekommen haben von den Grünen. Und da muss man schon sagen, ja, sie müssen noch sehr lange lernen. Die Deutsche Umwelthilfe hat nämlich, das ist ja schon ganz interessant, was sie hier machen, sie unterstützen hier die Deutsche Umwelthilfe, die der Landesregierung praktisch ein Ultimatum gestellt hat. Und ein Ultimatum für die Zwangsvollstreckung für die Einführung von Dieselfahrverboten. Gut, in was für ein Land leben wir eigentlich, dass eine Umwelthilfe, dass ein privater Verein unserer Regierung dem Ministerpräsident ein Ultimatum stellt? Aber es ist klar, Sie und die Deutsche Umwelthilfe, Sie führen einen Krieg gegen unser Land und gegen die deutsche Wirtschaft. Die Umwelthilfe betreibt ein Messinstitut, will ihre eigenen Lösungsvorschläge gerichtlich durchsetzen und verdient nebenbei Millionen durch Massenabmahnungen. Und die Heraufbeschwörung dieses Problems und der Verkauf der Musterlösung aus einer Hand, das ist doch mal ein feines Geschäftsmodell. Und das, was wir gesagt haben, was Herr Löttgen mittlerweile gelernt hat, der ganze Dieselskandal, das ist eine Phantomdebatte, die wir hier führen. Ja? Sie lassen sich... Wir zumindest nicht, Sie schon, aber wir lassen uns nicht als Lemminge von diesem antideutschen Abmahnverein instrumentalisieren. Mitschuldig an der ganzen Misere sind natürlich auch hier die Schönwetterpolitiker, welche durch ihre Reden zum Klimaschutz die Bürger erst dazu angestiftet haben, übrigens Diesel zu kaufen. Und jetzt hat die Dieseltechnologie ihre Schuldigkeit getan, ja, und jetzt kann man sie vernichten. Sie wissen genau, es ist auch eben angesprochen worden, wenn die Menschen auf Benziner umsteigen, dann wird wieder der CO2-Ausstoß steigen. Das stört uns nicht, aber Sie sind doch die Gläubigen der Church of Global Warming und nicht wir. Und der nächste Politkrimi wird deshalb nämlich schon vorprogrammiert sein, das wird die Verteufelung des Benziners sein. Aber das freut uns. Nicht für unser Land, aber unsere Wähler werden es uns danken und Ihre ehemaligen Wähler auch, wenn Sie so weitermachen. Und abschließend noch zu den grünen Bessermenschinnen. Bitte bedenken Sie doch eins, wenn Sie Ihr Fahrverbot endlich haben, was Sie haben wollen, dann können Sie mit Ihrem Diesel-SUV nicht mehr zu den Biosupermärkten fahren. Dankeschön.